Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute, wie ihr bei eurem Siemens EQ7 Kaffeevollautomaten diesen Kaffeeauslauf wechseln könnt. Und zwar sollte man einen Wechsel dieses Auslaufs immer dann vornehmen, wenn der Auslauf verstopft ist, beziehungsweise der Kaffee nur noch einseitig ausläuft. Und aus hygienischen Gründen sollte man auch in gewissen Zeitabständen immer diesen Auslauf austauschen, weil sich halt da drin Bakterien etc. ansammeln können. Und das wird dann irgendwann unappetitlich. Ja, wie ihr hier sehen könnt, ist hier alles ziemlich verschmutzt. Man benötigt erstmal einen Schraubenzieher. So ein kleiner Schlitzschraubenzieher reicht da vollkommen aus. Um den jetzt lösen zu können, muss ich einmal diese Tropfschale hier rauslösen, weil ich mit dem Schraubenzieher gleich hier hebeln muss. Deswegen entferne ich einmal die Tropfschale. Okay, jetzt hat man die Hände frei, um zu hebeln. Genau, einmal muss man hier, befindet sich so ein seitliches Loch, reinhebeln. Jetzt kommt er schon ein bisschen raus. Und dann nochmal hier. Genau. Und hier. Gut, jetzt ist das soweit gelöst. Jetzt muss ich einfach nur noch ziehen. Wichtig ist natürlich jetzt, die Steckdose rauszuziehen, weil natürlich hier das Gerät immer in regelmäßigen Abständen spült und dann man sich die Hände verbrühen kann. Also mal Steckdose raus, das ist wichtig. Jetzt haben wir den Kaffeeauslauf hier rausgeholt und als nächstes muss man diesen Schlauch hier lösen. Und der muss einfach abgezogen werden. Es kann halt sein, dass da jetzt noch Wasser nachläuft. Dieses Modell hat eine Beleuchtung, es wird mit LEDs beleuchtet. Muss man den hier noch raushebeln. Dann kann man einfach von hier aus dagegen drücken. Vorsichtig, und hat es halt hier gelöst. Das sind zwei kleine LEDs. Die haben keine großartige Funktion, außer halt das Tassentablett zu beleuchten. Diesen Auslauf werden wir jetzt einmal erneuern. So, ich habe jetzt einen neuen besorgt. Original von Siemens. Alle passenden Modelle für diesen Kaffeeauslauf, die passenden Modelle, werde ich unten in der Liste aufführen. Einfach da mal reinschauen. Das hier ist der neue und das ist der alte. Und man sieht die Verschmutzung bzw. den Vergleich zu dem neuen Modell. Als erstes den Schlauch hier wieder aufstülpen. Dass man halt mit Fingerspitzengefühl den Schlauch darüber stülpen. Und dieses Licht wieder hier einführen. Einfach reinklipsen. Einbau ist leichter und einfach nur wieder in die ursprüngliche Position führen. Und mit einem Klick ist das Ganze erledigt. Ja, das war's. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auf einen Daumen hoch freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.